35 cm hoch, 4 Kilo schwer und mit Gold überzogen. Der Oscar. Er ist der begehrteste Filmpreis der Welt. Das Rennen um den Goldenen Mann dürfte dieses Jahr besonders spannend werden. Selten waren die Oscar-Favoriten nämlich so bunt gemischt. Es geht vom Weltraum bis zur Wall Street, von Südstaatenplantagen bis nach Nebraska. Das Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Oscars kennt diesmal keine Grenzen. American Hustle und Gravity haben in diesem Jahr die meisten Nominierungen. Die beiden Streifen haben jeweils 10-mal die Chance auf einen Oscar. Knapp dahinter liegt 12 Years a Slave mit 9 Nominierungen. Das ist Unrecht. Sie sind mein Eigentum. Sie sagen das voller Stolz. Ich sage es, wie es ist. Antworte! Mit Eigentum kann man machen, was man möchte. Aber auch kleinere Independent-Produktionen wie Nebraska oder Dallas Buyers Club könnten Oscars abräumen. Mit doppelten Gewinnchancen zieht Leonardo DiCaprio ins Rennen. Das verdankt er seiner Rolle als eitler Börsenmakler in The Wolf of Wall Street. Mein Name ist Jordan Belfort. Im zarten Alter von 22 begab ich mich an den einzigen Ort, der zu meinen hochgesteckten Zielen passte. Außerdem ist er mit Regisseur Martin Scorsese auch Produzent und damit Anwärter für einen Oscar für den besten Film. Und wenn ich dann damit Profit für die Kunden mache, haben ja beide Seiten was davon. Größter Konkurrent von Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey. Der hat für seine Rolle als HIV-infizierter Medikamentenschmuggler ganze 47 Pfund abgenommen. Die Einfuhr und der Verkauf illegaler Medikamente ist ein ernstes Vergehen. Sie sind nicht illegal, bloß noch nicht zugelassen. Die Kriminalsatire American Hustle könnte mit Amy Adams, Christian Bale, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper sogar alle Schauspiel-Oscars allein abräumen. Hast du auch schon in der Telefonzelle fremdes Geld eingesteckt? Jeder klaut. Ich habe nur dickere Eier als du. Deutsche Oscar-Anwärter sind dieses Jahr die zwei Kurzfilmregisseure Max Lang und Jan Lachauer. Sie wurden bereits zum zweiten Mal für einen animierten Kurzfilm nominiert. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Oscars verliehen. Weltweit werden mehr als 1 Milliarde Menschen zuschauen.